Es ist ein Schnitter heiß, der Tod hat Gewalt vom großen Gott. Heute wetzt er das Messer, es geht schon viel besser, bald wird er reinschneiden, wir müssen zerleiden. Will der Lenz uns grüßen, verbittert weht es laut. Aus allen Ecken sprießen die Blumen rot und blau. Daraus bog die braune Heide sich ein gewandter Feind und lädte im Festtagskleide. 10 Gebote für morgende Partei- und Vereinsmitglieder aufgestellt. Und diese 10 Gebote werde ich euch schnell mal zur Kenntnis bringen, das dauert nicht lange. Also erstens, sprich schlecht von deinem Verein bei jeder Gelegenheit, die sich bietet. Zweitens, drohe stets mit Austritt oder Widersetzung, wenn dir im Verein etwas nicht passt. Drittens, erkläre jedermann arglein, dass du mit der Tätigkeit dieses Vereins nicht einverstanden bist. Viertens, wenn du dich mit einem Vereinsmitglied verfeindet hast, so versäume es nicht, es dem Verein mitzuteilen. Fünftens, unterstelle allen, die Arbeit für den Verein verrichten, dass sie das nur aus Ehrgeiz oder um ein Amt willen oder wegen persönlicher Vorteile tun. Hüte dich aber sorgfältig davor, selbst etwas für deinen Verein zu tun, damit du nicht selber in dieser Weise beschuldigt wirst. Schwänze womöglich die Versammlung. Sechstens, erkläre einem jeden, der nicht im Verein ist, wie es eigentlich im Verein zu sein hätte. Hüte dich aber im Verein vor allen Mitgliedern selbst etwas zu sagen. Siebtens, sprich niemals Gutes über die Gewählten deiner Organisation, die an der Verbesserung auch deiner Verhältnisse arbeiten. Achtens, wenn du etwas gescheiter als andere bist, so warte, bis einer aus dem Vorstand einen Fehler macht oder ein Versäumnis begeht, dann falle über ihn her. Bis dahin halte dich mit deinen Gedanken unbedingt zurück. Neuntens, vergiss nie aus prinzipiellen Gründen in Versammlungen Opposition zu machen, denn du bist die Würze der Versammlungen, das Salz, der Pfeffer, die Muskatnuss. Wärest du nicht, so wären die Versammlungen fade und unschmackhaft. Und zehntens, war richtig gut, ich wollte mal den Gong hören und deshalb sage ich noch zehntens, als letztes, trifft einmal einer in deinem Sinne das Richtige, so widerspreche dennoch, sonst wärst du nicht derjenige, der alles besser weiß. Wenn du das alles tust, so darfst du dich rühmen, als gescheiter Mann angestaut zu werden, der eigentlich der Richtige für einen Gott ist. Man kann es kaum glauben, trotz seiner jungen Jahre in die weite Welt hinein. Selbige wollte er nämlich entdecken. Er sprach oft davon, der Vater und Mutter hielten das berechtigterweise für keine gute Idee. Sie sorgten sich, wie er da draußen wohl zurechtkommen möge. Insgeheim arbeiteten die beiden an ein Geschwisterchen für ihn, auf das er etwas Verantwortung übernehmen könne.
Das prallt doch alles an ihm ab. Er setzte sich seinen Hut auf, beanspruchte den Wanderstock seines Vaters für sich und lief einfach los, in die weite Welt hinein eben. Er war schon eine lange Zeit unterwegs und erfreute sich seines Lebens. Über Wasser hielt er sich mit diversen Hilfsarbeiten. Er ist geboren, um zu reisen, nicht auf Laubensohlen, sondern auf Fleisen. Und er sagt, ich bring dich nach Haus. Thank you.